walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu einem neuen Xur Day. So, wir begeben uns dorthin, wo alle hinrennen. Ihr seht, es ist Xur Day, es sind alle auf dem Weg. Wir haben gerade mal 11.03 Uhr und jeder rusht hier zu Xur. So, Streamerhaus ist der erste. So, da vorne steht der Schlawiner. So, Xur, was haben wir heute? Wir haben ein altes Engramm für eine schwere Waffe. Also wenn ihr immer noch kein Galahorn habt, dann schnappt ihn euch durch dieses Engramm. Aber ihr könnt nur eine alte Waffe hier bekommen, nicht vergessen. Opferfäuste, Panzerhandschuhe für den Titan. Die gönne ich mir einfach direkt mal, weil die habe ich noch nicht. Den Celestial Nighthawk, den himmlischen Nachtfalken für den Jäger. Solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, ist richtig nice mit dem sechsfachen Schaden, den er verursachtet. Und Schlüsselloch, das eure Golden Gun für den Jäger dann bekommt. Dann haben wir Heart of the Praxis Fire, Herz des Praxirianischen Feuers, ein Warlock Brustschutz mit 280er Verteidigung. Und wenn er leuchtend aktiv ist, ist Agilität erhöht und Fähigkeiten Abklingzeit sind verringert. Das heißt, eure Granate lädt noch schneller, eure Nahkampfattacke lädt noch schneller und eure Agilität ist aufs Maximum gesteigert. Ja, und zu guter Letzt ein exotisches Helm-Engramm, dann das übliche die Smaragdspule, ein Päckchen schwere Munisynthesen, also ein Dreierpäckchen und 5x3 der Münzen. Meine Empfehlung für euch, schnappt euch auf jeden Fall ein 5er-Päckchen für den Tag, also rechnet immer mal mit 5 für den Tag, weil jeden Ultra, dem ihr begegnet, dem könnt ihr ein Engramm entlocken, wenn ihr einen dieser Verbrauchsgegenstände an euch habt und den eingesetzt habt. Setzt immer nur einen ein, spart euch die auf, es bringt nichts, 3, 4, 10 rauszuhauen, wie irrtümlich am Anfang gedacht, sondern einer erhöht eure Chance genauso wie 2, 3, 4, 5. Bloß wenn ihr beim ersten Mal nichts bekommen habt und dann beim nächsten Mal einen weiteren, eine weitere von diesen Verbrauchsgegenständen einsetzt, dann habt ihr eine Chance auf weitere Engramme. Aber auf keinen Fall 2, 3, 4 gleichzeitig nehmen, sondern immer dann, wenn ihr, wenn es ausgelaufen ist nach jedem Ultra und ihr nichts bekommen habt, dann haut ein neues raus, das hält bis zum nächsten Ultra und ja, dann werdet ihr sehen, ob ein exotisches rausspringt. Zu guter Letzt noch Lichtpartikel für schwere Münzen, wer das macht, ja, der ist dann wohl vom Material her ausgebrannt, weil normalerweise kann man, oh mein Gott, guck mal, was hier los ist. Normalerweise kann man direkt hier bei unserem Kollegen beim Sprecher auch Lichtpartikel bekommen. So, wir gucken mal. So, ich dränge mich mal hier durch zu Xur. Ich muss den nochmal sprechen. So. Also, hier nochmal der Überblick von Xur. Und meine Empfehlung, das und das auf jeden Fall. Das hier, neue Handschuhe. Das die neue Version vom Celestial Nighthawk, den jeder Jäger haben sollte. Und ja, das ist relativ nice fürs PvP, aber macht im PvE nicht viel Sinn, wenn ihr es noch nicht in eurer Sammlung habt. Dann gönnt euch eure Chance auf einen Helm. Und wer den Galahorn noch nicht hat und ihn haben möchte, der hat hiermit die Chance. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Einkauf mit Xur. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.